Ist eine Freundin von Samira schuld an dem Drama zwischen ihr und ihrem Ehemann Yasin? Seit Wochen deuten die beiden Influencer sowas an. Nun treffen sie eine Entscheidung. Yasin und Samira haben eine Familie gegründet und es schien alles perfekt zu laufen. Doch dann gab es plötzlich den Abbruch. Die beiden trennen sich und hatten lange keinen Kontakt mehr. Nun nähern sie sich an und versuchen das Beste draus zu machen. In einer Instagram-Story deutet Yasin an, dass nun eine finale Entscheidung getroffen wird und entweder bleiben sie zusammen oder brechen alles ab. Auch Samira hat einiges zu sagen, denn scheinbar hat eine Freundin von ihr die Finger im Spiel gehabt. So jedenfalls kommt es rüber. Bestätigt wurde dieses Gerücht nicht. In einem Video spricht sie ein wenig darüber. Wie ich übrigens auf das Thema komme, ja, weil ich jetzt wieder was mitbekommen habe. Ich habe ja auch mit einer ehemaligen Freundin abgebrochen, wo ich dachte, das ist eine sehr gute Freundin. Und deswegen bin ich jetzt einfach sehr vorsichtig, weil ich erfahre jetzt auch Dinge, die über Personen abgelästert. Auf einmal sehe ich, dass sie gut mit denen ist. Ich bin geschockt, wenn die Leute mal wissen, was erzählt wurde und was gesagt wurde. Ich halte mich raus. Ich mische mich nirgendwo mehr ein, aber ich finde es einfach so traurig und ich finde, die sollten es eigentlich wissen und was da eigentlich geredet wird. Ich glaube, die Person wäre hundertprozentig komplett alleine, über wen sie alle schon abgelästert hat. Und das finde ich halt so traurig. Naja, ich stecke da nicht mehr drin. Ich bin raus aus dem Thema.